Es ist so, für viele bedeutet Spaghetti essen Pasta Bolognese oder maximal Pasta mit Tomatensauce. Ich finde das immer ein bisschen schade, weil es gibt so viel, was man mit Nudeln machen kann. Und ich mache heute ein schnelles Abendessen für unter der Woche mit Zutaten, die man eigentlich fast zur Gänze im Kühlschrank hat oder in der Vorratskammer. Hier sind Sardinen aus der Dose, hier sind Semmelbrösel, Olivenöl und was man schon frisch kauft, ist ein bisschen Oregano habe ich hier, Rucola, Zitronensaft brauche ich und ein bisschen Chili und Knoblauch. Chili und Knoblauch habe ich so gut wie immer zu Hause, aber eben diese Salate und die Kräuter, Rucola und Oregano, wird man sich frisch besorgen müssen. Aber das ist auch schon alles. Und natürlich die Spaghetti. Damit mache ich jetzt eine ganz schnelle, herrliche Pasta, die einen in 0,nix an die letzten Ferien am Meer zurückbringt. Dieses Sardinenaroma eben mit dieser gewissen Schärfe von den Chilis und das warme Olivenöl beim Braten. Also bei mir klirren da die Synapsen im Hirn aneinander und freuen sich schon auf die nächste Zeit in Italien. Gut, also ich habe hier schon ein bisschen Oregano, einfach runtergezupft von den Stielen. Dann habe ich hier Chili, das hacke ich jetzt, weil wichtig ist, dass wir die ganzen Zutaten bereits vorbereiten und schneiden, weil dann geht das einfach sehr, sehr schnell. So, mein Nudelwasser ist auch schon dort, wo es sein soll, nämlich im absolut kochenden Zustand. Jetzt werden wir das ordentlich salzen. So, die haben eine Garzeit von 11 Minuten. Das gibt mir jetzt Zeit, den ganzen Rest vorzubereiten. Wenn die Nudeln durch sind, gar gekocht sind, al dente sind, dann sollte eigentlich die Soße auch schon fertig sein. Dann kommt einfach alles nur mehr zusammen und fertig. Also ich habe jetzt hier die zwei Chilischoten, zwei rote Chilischoten, die ich fein hacke. Dann habe ich auch noch zwei Knoblauchzehen. So, dann pressen wir ein bisschen Zitronensaft. Bevor ich das aber mache, mache ich eine extrem wichtige Sache. Und zwar, für mich das Wichtigste an dieser Speise sind die knusprigen Brösel, die wir oben drauf geben. Das sind jetzt einfach Semmelbrösel, die in Olivenöl bei mittlerer Temperatur geröstet werden. Ich habe jetzt, ich arbeite sehr gern damit, das sind Panko-Bröseln. Das sind japanische Semmelbrösel. Die sind besonders knusprig und ein bisschen grobflockiger. Lass mal das Öl nur warm werden. Ich presse dabei meine Zitrone aus. So, jetzt geben wir hier ein Olivenöl hinein und dann kommt hier schon dazu Chili und Knoblauch. Dann geben wir parallel dazu die Panko-Brösel hinein. Schalten runter, die sollen nicht anbrennen. So, da kommt jetzt auch, kommen auch gleich die Sardinen dazu. So, der Zitronensaft. Sieht jetzt schon herrlich aus. Gut, dann schalten wir jetzt zurück auf 2. Und was wollte ich? Ich wollte ein bisschen salzen. Und pfeffern. Wird schon ganz cremig, man sieht die Sardinen und der Zitronensaft und mit dem Olivenöl, das vermischt sich alles ganz wunderbar und wird eben ganz eine cremige Masse. So, jetzt schauen wir kurz unsere Panko-Brösel an, hoppla, die werden auch schon braun. Und fertig. So, wichtige Sache, ein bisschen Flüssigkeit vom Kochwasser der Nudeln rausnehmen, weil wenn uns die Pasta zu trocken wird, kann man es damit wieder ein bisschen saftiger machen. Und in dem Nudelkochwasser steckt alle Stärke. Das bindet die Soße dann wieder gut. Jetzt geben wir die Pasta zur Soße. Dann geben wir dazu diesen herrlichen Oregano. Und 2 Handvoll circa Rucola. Und ein bisschen vom Kochwasser. Wir mischen das jetzt einmal ordentlich durch. Jetzt kommen nur noch die Brösel drüber, der Knusper und dann gebe ich noch ein bisschen Rucola drauf.
Und was nie schadet, ein bisschen Olivenöl noch. So, fertig. Was sagt ihr dazu? Ein perfektes Abendessen für unter der Woche, ohne großen Aufwand. Spaghetti mit Chili, Sardinen und knusprigen Brösel. Ciao.